Partner. Seit 14 Jahren nun organisiere ich den World Spirits Award. Wir arbeiten ständig an der Qualität. Wir wollen einfach die Besten in der Welt sein. Wir wollen eine objektive Beurteilung für die einzelnen Teilnehmer machen. Wir haben über 90 Teilnehmer von der ganzen Welt wieder gehabt und wir haben fantastische Proben. Ich koste ja selbst auch mit, aber ich habe im Grunde genommen bei der ganzen Angelegenheit ein Vetorecht. Das heißt, ich koste mit und mein Urteil wird nur herangezogen, wenn es eben Probleme mit dem Urteil gibt. Aber ich habe heuer einige fantastische Produkte gekostet. Und vor allem hat mich fasziniert wieder aus China der Modai, ein Top-Produkt mit einer eigenen Tradition dahinter. Und unser Vorteil ist eben, dass die ganze Jury jedes Jahr wieder geschult wird und eine Modai eben wie einen Himbeergeist oder einen Himbeerbrand perfekt beurteilen kann. Grüß euch, ich bin der Helmut Hirzer, komme aus der schönen Südsteiermark, aus Leutschek an der Weinstraße. Bin nun seit mehr als 12 Jahren hier bei der World Spirits Award als Leiter der ganzen Verkostung tätig. Und ja, das ist eine außergewöhnliche Geschichte, die uns immer wieder berührt, was für tolle Produkte wir hier verkosten können. Am besten heuer bis jetzt, muss man ehrlich sagen, wir sind ja noch nicht fertig, aber hat mir bis jetzt gefallen, der Whisky in der Cask Range mit 59%, der eine irrsinnige Dichte hat, der hat eine Länge, die eigentlich noch fast zwei Tage nach hinten noch anklammert hat. Also ich bin Albert Büchele, komme aus Hard am Bodensee, bin seit Anfang an, also schon 14 Jahre in der Jury, und mir hat ganz besonders gut der 75%ige Rum von heute gefallen. Ja, ich bin der Reinhard Maas, komme aus Tirol, ganz genau aus Brutz, das liegt im Eingang vom Kammertal, betreibe dort eine Brennerei und Obstbau, hauptsächlich mit Marille. Ich bin jetzt schon seit 10, 11 Jahren bei der World Spirits in der Jury und heuer haben wir eigentlich wirklich schöne Sachen dabei gehabt. Gefallen hat mir so ganz gut Whisky und die Sahne-Cremeliköre. My name is Joanne and I have been for 2 years sitting on the judge panel, and I would say that it's a very rewarding challenge. It's extremely demanding. It makes me tired every day, and but also very exciting because you never stop to learn something new. And I would say for me this year, the highlight was Messal. Ich bin Leitner Barnhardt, Kleinbrenner und Hobbybrenner aus Tirol. Bin circa seit 10 Jahren in der Jury tätig. Heuer hat mir besonders gut ein Rumholzprodukt gefallen. Also ich bin Andreas Franzl, komme aus Bayern. Bin also seit 7 Jahren in der Jury. Wieder interessante Verkostung, Verschiebung im Sortiment, was mich überrascht hat, sind also auch durchaus Kornbrände, die im Holz gelagert sind, Alter haben, wo also sehr große Nähe eigentlich zu den Whiskys vorhanden ist. Gut, wir haben noch was vor uns, freue mich richtig auf die Obstbrände, die jetzt also anschließend also noch zur Verkostung kommen, die auch immer Highlight also der ganzen Verkostung darstellen. Mein Name ist Rambach Markus, komme aus Luschnow, das ist ganz im Westen Österreichs. Bin seit 5 Jahren tätig als Juror bei Wolfram Ortner. Und dieses Jahr hat mir ganz gut gefallen ein Whiskybrand. Der war sehr rauchig, speckig und torflastig. Es war ein exzellentes Produkt. Ich freue mich schon auf die Auflösung.